Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich habe mir zwei Sachen vorgenommen für diesen Vortrag. Erstens habe ich mir vorgenommen, nicht über Technik zu sprechen. Heute werden Sie keinen technischen Vortrag von mir hören. Und zweitens, dass ich nicht über 30 Minuten rede. Wir werden ein bisschen schauen, dass wir durchkommen. Sie verzeihen mir meine angeschlagene Stimme. Es wird mir helfen, schneller zu sein. Sollte ich etwas zu schnell überspringen, ich stehe gerne nachher zur Verfügung. IT Application Management, was möchte ich Ihnen heute erzählen? Das Thema Application Management ist ein sehr unscharf umrissenes Thema. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam eine Standortbestimmung machen. Wovon reden wir? Was ist das Vokabular, worauf wir uns einigen wollen? Dann werde ich Ihnen erzählen von vier Parametern und eine Entscheidung, ein Fahrplan. Und am Ende darf ich den Titel des Vortrages ein bisschen zu verändern, nicht mit Rufzeichen am Ende, sondern Ihnen eine Frage mitzugeben, ob es Zeit ist, Ihre Probleme outzusourcen. Damit wir in Richtung Application Management überhaupt den ersten Schritt machen können, müssen wir uns einmal überlegen, aus welchem Eck wir kommen. Dieses Bild ist Ihnen oft immer wieder vielleicht gezeigt worden, in dieser Farbe, andere Konstellationen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir über Anwendungen sprechen, die nicht kurzzeitig aufleben und wieder sterben, sondern wir sprechen von einem Application Lifecycle. Wir fangen an irgendwo mit irgendwelchen Überlegungen. Der obere Teil dieses Kreises ist relativ einfach, kommt relativ oft vor, indem man Projekte entwickelt, Projekte macht, viel Geld einmal ausgibt. Das gehört auch dazu, zur Projektumsetzung. Und dann ist man froh darüber, dass man ein Projekt abgeschlossen hat und ist der Meinung, ab jetzt muss es ja laufen. Ziel vom Management vorgegeben in dieser Phase ist dann, jetzt wieder reinzubringen, was man vorher ausgegeben hat. Hier geht es ja immer darum, auch ein Return on Investment zu sehen. Muss nicht immer finanzielle Natur sein, ist auch zufrieden, Kundenzufriedenheit, andere Faktoren, Parameter, die man hier feststellt. Also all diese Themen gehören dazu. Worüber ich heute sprechen möchte, ist der untere Teil unseres Application Lifecycles. Und dazu möchte ich Ihnen einmal Sie einladen, nachzudenken, ob Sie mit mir übereinstimmen. Was ist Application Management heute, wie wir es empfinden? Es ist ein Last, ist nicht Least-Thema, ist ein Last but not Least-Thema. Alle wissen, es ist ganz wichtig, dass die Anwendungen nachher funktionieren, aber es ist nicht so, dass man sich Gedanken macht von Anfang an darüber. Man ist immer beschäftigt mit vielen Themen. Wie mache ich das überhaupt? Man ist sehr froh darüber, Lösungen überhaupt gefunden zu haben. Wenn man die Lösung gefunden hat, denkt man sich, ja, das setze ich einmal um und dann wird es schon rennen. So gesehen wird auch das Application Management sehr oft als Stiefkind des Projektmanagements betrachtet. Überlegen Sie sich, wie viele Ausdrücke, wie viele Konzepte es gibt, um eine Applikation zu entwickeln. Verschiedenste Methoden, Scrum, Rapid Prototyping, Incremental Design, Wasserfallmodell, altes Modell, alles Mögliche. Aber wie viele Methoden fallen Ihnen ein für Application Management? Sogar wenn Sie in die Standardliteratur hineingehen, ITIL und andere, haben ein kleines Kapitelchen ganz am Ende, ja, Application Management ist wichtig, kümmern Sie sich darum. Und als Überbegriff steht, das ist eine Sache der Unternehmensphilosophie und dann hört es schon wieder auf. Also das Thema wird heutzutage als Kostenfaktor gesehen. Ja, jetzt habe ich entwickelt, super Arbeit geleistet, stoßen wir an und ab jetzt kostet mir das Application Management etwas, hoffentlich nicht zu viel, ich komme nicht drum herum. Und für viele bleibt das Application Management, vor allem wenn man auf Management-Ebene kommt, das Thema der technischen Betriebsführung. Heißt nichts anderes, schaut, dass die Systeme funktionieren. So viel Geld haben wir davor ausgegeben, es hat endlich zu funktionieren. Ist aber nicht so. Sollte zumindest nicht so sein. Denn worum geht es beim Application Management? Application Management ist das Gesicht nach außen und nach innen eines Unternehmens. Hier geht es darum, dass eine Applikation korrekt durchgeführt wird, vollständig durchgeführt wird. Und das, was am wichtigsten ist aus der Sicht des Managements, zufriedenstellend ist. Das heißt, sowohl der Kunde, der von außen mit diesem Unternehmen zu tun hat, muss das Gefühl haben, dass diese Businessprozesse, die dahinter sind, funktionieren. Als auch der Mitarbeiter, der im Innendienst sitzt oder als Außendienstler arbeitet, muss das Gefühl haben, ja, mit diesem Ding kann ich umgehen, das Ding ist zuverlässig. Dieses Ding muss gleichzeitig für die Unternehmensstrategie da sein. Die Diskussion haben wir vor Jahren gehabt, IT
Dienstleistung, Nichtdienstleistung, Technik. Gott sei Dank ist das Thema längst ausdiskutiert. Wir reden immer wieder von Business-IT-Alignment. Die Ziele von Business müssen durch IT unterstützt werden. Dass es aber bis in das Application Management hineinkommt, das ist noch nicht in allen Köpfen reingekommen. Dass Application Management genau dieses Business-IT-Alignment langfristig unterstützen kann, das ist noch nicht überall angekommen. Und dass Application Management die einzige Methode ist, die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen zu optimieren. Nämlich, da bin ich von Anfang bis zum Ende damit konfrontiert. Ich muss wissen, was ich tue, ich muss es gut tun und ich muss auch die anderen spüren lassen, dass ich es gut tue. Es hat Business Impacts. Application Management aus der Management-Sicht geht hinein in das Thema IT-Alignment. Das heißt, ich habe mir was vorgenommen. Ich habe wirtschaftlichen Erfolg, möchte ich sichern, möchte fördern. Und Application Management ist aus dieser Hinsicht ein dynamischer Prozess. Da es eben nicht nur technisch ist, nur irgendein paar IT-Leute, die im Keller sitzen und schauen, dass der Stecker nicht rausgezogen wird, sondern jederzeit muss man wissen, was ist jetzt die Business-Vorgabe, wie kann ich meine Anwendungen insgesamt dann auf diese Business-Strategie abstimmen. Service Levels. Oft betrachten wir das, ja, wie oft steht es zur Verfügung, wie oft steht es nicht zur Verfügung. Schöne Prozentzahlen, schöne Reaktionszeiten, wunderbar. Die Anwälte können darüber bestens dann streiten, was gemacht wurde, was nicht. Nur tatsächlich ist es ja so, dass jeder Ausfall, auch der kleinste Ausfall, Schäden verursacht. Schäden finanzieller Natur, Image, Umsatz, egal was Sie nehmen, bis hin zu Mitarbeiterkündigung, Kundenkündigung und so weiter. Return on Investment, ein Thema, das oft angesprochen wird. Gerade wir, wenn wir Dienstleistungen anbieten, haben ein super Argument. Ja, Ihr Return on Investment, nach so und so viel langer Zeit haben Sie Ihre Investitionen zurück. Ich kenne kein einziges Projekt im Application Management, wo das auch nachgewiesen wurde. Dass man sagt, ja, ich habe so und so viel investiert und das habe ich auch nach dieser Zeit, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, zurückbekommen. Das ist angenehm und nett, wird es nicht gemacht. Und etwas, was ganz wichtig ist, ist die subjektive Zufriedenheit. Das ist etwas, was Sie im klassischen Projektmanagement nicht haben. Sie können dort messen, Sie können testen, Sie können Testfälle abarbeiten und Prozente feststellen, wie viel gut war, wie viel nicht gut war. Bei Application Management können Sie noch so viel technische Zahlen darstellen. Letztendlich geht es darum, dass eine Applikation funktionieren muss und das muss erlebt werden. Das Erleben ersetzt nicht das Wissen. Wenn Sie mir kurz eine Metapher aus dem normalen privaten Leben darstelle, das ganze Thema Application Lifecycle ist nicht anderes als menschliche Beziehung, wie eine Ehe. Am Anfang ist man ganz heiß, die Verlobungszeit, wir entwickeln eine neue Lösung. Die Hochzeit ist die schönste Phase. Man überlegt alles, plant alles, die Hochzeitsfeier laufen gut, Projekt ist abgeschlossen und dann kommt der Alltag. Und den Alltag muss man über Jahre hinweg, da ist ein Return on Investment auch noch auszurechnen, über Jahre hinweg muss man diesen Alltag meistern, gemeinsam. Und es passiert Streit und es passieren Fehler. Trotzdem muss man durch. Man kann nicht einfach das Handtuch werfen. In der technischen Ebene, auf Application Management Ebene, ist es nicht anders. Warum haben wir aber diese Diskrepanz zwischen, wie man es heute empfindet oder behandelt, und das, was es, zumindest wie ich es hier dargestellt habe, sein sollte? Zum einen fängt es mit einem Verständnisproblem an. In der Perzeption, wie sehe ich überhaupt Application Management? Application Management ist von Natur aus anders. Alles, was in der Projektumsetzung ist, ist funktional. Ich weiß, was ich erreichen will, ich schaue, ob ich es erreicht habe. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, kann ich es reparieren. Application Management ist systemisch. Es ist nicht nur ein Faktor, es ist nicht nur Maschine, es ist nicht nur die Applikation. Es sind die Menschen, es sind die Benutzer, es sind die Kunden, alle sind in diesem Prozess mit involviert. Daher auch, damit ich sagen kann, ist das Systemverhalten im Langzeit korrekt oder falsch? Ist nicht nur eine Frage von Testfall erledigt oder nicht. Da muss man eine Symbiose herbeiführen. Der Fachprozess, was wollte ich machen, welche Ziele habe ich verfolgt, was hat mir Technik geliefert? Erst wenn ich die beiden zusammenführe,
habe ich ein korrektes Systemverhalten. Ansonsten streiten wir ewig darüber, ob das Verhalten richtig spezifiziert war oder ob das nicht in der Form dargelegt wurde. Hinzu kommt, dass gerade im Thema langfristige Projektumsetzung, nämlich Application Management, sehr viele projektindividuelle Parameter kommen. Sie können fast kein Projekt im Application Management direkt vergleichen mit anderen. Was war der Projektauftrag? Wie groß ist das Projekt gewesen? Wie komplex ist das Ganze gewesen? Wie komplex ist die gesamte Betriebsumgebung? Welchen Umsetzungsansatz nehme ich? Das ist gar nie so richtig ausgesprochen, schon in der Projektumsetzung und natürlich die Folgen daraus dann im Application Management. Nachher muss man alle Scherben wieder zusammenräumen, was man vorher vielleicht gemacht hat. Und viel wichtiger ist auch die Positionierung in der Werterschöpfungskette aus der Business-Sicht. Was erwarte ich mir von meinem Application Management? Soll alles nur ruhig da unten laufen? Ja, kein Aufschrei, ja, keine Proteste, ja, keine Regressanforderungen? Oder will ich, dass die von da unten mir auch sagen, was ich besser machen kann? Ist es Teil meiner Wertschöpfungskette oder ist es nur da unten? Und dann kommt dazu noch die zeitliche Dimension. Beispiel Ehe, danach die ganze Zeit. Ein Application Management hat kein Go-Live. Man kann nicht wirklich anstoßen. Es fängt an in dem Augenblick, wo das Projekt einigermaßen fertig ist. Und dann kommen die langfristigen Prozesse. Die Prozesse gehören bewertet, man kann sie evaluieren. Aber man kann sie nur über längere Zeit dann anpassen. Außerdem erfordern diese Prozesse in Application Management auch eine Anpassung im Verhalten der Menschen. Sie führen neue Systeme ein. Sie müssen ihre Mitarbeiter dorthin bringen, dass sie mit dem System überhaupt klarkommen. Das alte System ist immer besser gewesen. Es ist egal, was sie machen, wie viel schneller sie werden. Diejenigen, die die ersten Jahre mit einem neuen System arbeiten, sind alle der Meinung, das alte war besser. Das ist der springende Punkt, warum wir das Thema Application Management möglichst weit von uns weisen. Weit von uns weisen heißt auch, dass wir bei jedem Projekt eine Kurve der Aufmerksamkeit haben. Wann schauen unsere Manager, unsere C-Level-Manager auf Projekte? Am Anfang. Wunderbar. Es werden Business-Ziele vereinbart. Es wird vorgegeben, wann was fertig sein soll. Und die meisten Pläne sind bis zum Projektabschluss. Da ist Go-Live. Wenn ich dort bin, bin ich glücklich. Wenn das Projekt fertig ist, sind wir fertig. Und damit ist oft gemeint Projektumsetzung. Dann geht die Verantwortung an die Linie. IT Operations ist es normalerweise die Organisationseinheit unter verschiedenen Namen, die letztendlich dann verantwortlich ist, damit das Ganze geht. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir Pech gehabt. Wir kommen in der Zeit weiter und wir sehen, es kommen Fehlentwicklungen. Kunden beschweren sich, Außendienstler drohen, Businesspartner wollen dann weggehen und so weiter. Es wird immer wieder so kurze Aufmerksamkeiten seitens Management geben, wenn am meisten geschrien wird. Aber oft wird ein Wundpflaster gemacht drauf. Es wird nicht richtig verändert, sondern dann irgendwann einmal sagt, okay, machen wir ein neues Projekt, machen wir es ganz von vorne an. Obwohl, wir haben es am Anfang gesehen, Application Management ein wesentlicher Teil, fast die Hälfte des Application Lifecycle ist. Das heißt, von dort müsste eigentlich die gesamte Veränderung auch in ein Projekt kommen. Das Projekt ist nicht zu Ende. Zu Beginn danach der Überlegungen muss man sich ein paar Fragen stellen. Sie müssen sich Fragen stellen. Welche Priorität hat dieses Projekt für mich? Welchen Scope, welches Ergebnis und mit welchen Partnern will ich das machen? Ich meine hier auch nicht technische Ziele. Ich meine auch nicht Datum. Wann will ich das fertig machen? Was will ich eigentlich aus dem Ganzen herausholen? Das ist meine Prioritäten. Will ich schneller sein, flexibler sein? Will ich am Markt besser agieren können? Was ist der Scope? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Was will ich eigentlich ändern? Was muss dauernd geändert werden, damit ich Erfolg habe? Und dann kommt natürlich die Frage nach dem Ergebnis. Woran messe ich das konkret? Wann ist mein Thema Application Management erfolgreich? An welchen Zahlen kann ich das festmachen? Und mit wem mache ich das? Wer sind meine Partner? Im Haus, außer Haus? Mit wem muss ich da gehen, damit ich das auch wirklich mache? Wem vertraue ich so weit, dass ich auch mit ihm diesen weiten Weg gehe? Damit ich
diese vier Fragen beantworten kann, muss ich einmal beginnen. Und da bin ich schon bei meinen vier Parametern, wenn ich über Application Management rede. Zuerst einmal, warum mache ich das? Kernkompetenz. Ich habe gute Leute, jahrelang im Unternehmen, ich habe aber andere Business-Aufträge bekommen. Jetzt will ich optimieren. Jetzt will ich wissen, was sollen eigentlich meine Leute machen? Was ist das Wichtigste? Kernkompetenz ist einer der Parameter, wenn ich über Application Management rede. Wer soll es? Dann die Ressourcen. Was will ich von meinen Leuten haben? Will ich haben, dass sie brav sind? Oder will ich Innovation haben? Will ich kreative Leute haben? Ich will Expertise haben. All die Themen, die in der jetzigen Situation von mir nicht möglich sind. Irgendwas muss ich machen. Eine klare Situation ist Kosten. Wollen wir gar nicht darüber diskutieren. Application Management kostet was. Und den Nutzen daraus erfährt man nur über Zeit. Das heißt, hier rede ich darüber, Kostenoptimierung. Was will ich optimieren? Das Thema Service Level Agreements, das Thema Sourcing. Mache ich es bei mir, lasse ich es von den anderen machen. Wie kann ich meine Kosten hier reduzieren? Und ein letzter Parameter, der in den letzten Jahren in vielen Bereichen einzeln, aber dafür massiv aufgetreten ist, ist die Frage der Compliance. Das eine ist, mein Projekt ist abgenommen, ist zertifiziert, ist wunderbar gelaufen. Das andere ist, es kommen dauernd neue Fragen. Mein Unternehmen muss compliant sein. Bin ich in der Bank, ist Basel III, bin ich in der Versicherung, ist es Solvency II. Bin ich in einem klassischen Handelsunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen, sind es die Sicherheitsfragen. Mit welchem Sicherheitsprotokoll fahre ich? Das heißt, das Thema Compliance ist ein Bestandteil des Application Managements. Und das muss ich von Anfang an wissen. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist, ich habe mich da angelehnt an diese klassischen Gartner-Quadranten. Aber das andere, hier haben wir das Thema, wo bin ich? Wo sind meine einzelnen Applikationen derzeit und wo will ich hin? Ich habe vielleicht wenig Application-Know-how, weil es irgendwann einmal gemacht wurde, die Kollegen, die das gemacht haben, seit 20 Jahren nicht mehr da sind. Meine Ressourcen, das sind aber genug. Ich kann mit Ressourcen sehr viel tun. Ich habe vielleicht viel Application-Know-how, egal. Ich will aber dorthin, wo mein Know-how und Ressourcen bestens bedient werden. In dem sogenannten optimalen Quadrat. Und der Weg dorthin musste geklärt werden. Der Weg dorthin kann direkt sein, kann indirekt sein, über mehrere Schritte gehen. Letztendlich geht es darum, nicht darüber nachzudenken, welche Techniker ich brauche, welche Technologie ich brauche, sondern zuerst, ich will meine Wertschöpfungskette optimieren. Das kommt nicht nur von mir. Ich habe eine Studie hier zitiert. Das ist eine aktuelle Studie vom Mai dieses Jahres von IBM. IBM hat vier Sourcing-Strategien hier zum Beispiel ausgearbeitet. Dazu wurden 1300 Unternehmen gefragt. Wann sourcen Sie, wann partnern Sie mit anderen Firmen? Wie machen Sie das? Das ist nicht ganz lesbar, ich lese es einmal hoch. 19% sind die sogenannten Enterprise Innovators. Das sind diejenigen, die Unternehmen als Ganzes hernehmen und überlegen, ich will dieses Unternehmen an die Front setzen. Ich will Innovationen fördern. Dementsprechend suchen sie sich auch die Partner, dementsprechend suchen sie die Projekte aus. Dann gibt es die 20% Focused Innovators, sind diejenigen, die sagen, nicht das ganze Unternehmen. Bestens, oben rechts und links geht alles bestens. An einem bestimmten Bereich will ich etwas tun. Ich will da was ändern, ich will was Neues rausholen. Unter dem Segment sehen Sie dieselbe Unterteilung, aber sie sind keine Innovators, sie sind Optimizers. Die optimieren. Focused Optimizers und Enterprise Optimizers. Die Enterprise, die gehen über alles und die Focused Optimizers ist das alte Thema Kostenreduktion. Ich will ein Stück nehmen, schauen, wie kann ich es machen und wie kann ich es günstiger machen. So, das ist einmal keine Bewertung. Es ist nur eine Aufteilung von vier gleichwertigen Strategien. Die IBM hat einen interessanten Ansatz genommen. Er hat gesagt, bevor wir über Strategien diskutieren, die jedes Unternehmen für sich entscheiden muss, schauen wir einmal, was bringt jede von diesen Strategien. Und Sie sehen, bei Umsatzzuwachs ist Enterprise Innovators nachweislich höher. Die haben die Zahlen erhoben. 9,4% im Vergleich zu den anderen. Bei Gross Margin, also bei Gewinn, Bruttogewinnsteigerung, sind sie wieder vorne. 10,9% im Vergleich zu dem, sage ich mal, absoluten Gegensatz davon, der vorsichtige Ansatz von 1,6%.
Diese Zahlen hier noch einmal auf vielen verschiedenen, Sie sehen, die Zahlen wurden erhoben, wurden genau ausgerechnet und hier dargestellt. Es geht also darum zu sagen, Enterprise Innovators, das sind die Besten, was in Zahlen gegossen werden kann, nämlich in Betriebszahlen. Was wollen alle? Alle wollen Kosten reduzieren, hohe Qualität im Support haben, alle wollen Sicherheit, Businesswissen, maßgeschneiderte Dienste, das sind einmal klar, das wollen wir alle haben, egal welche Strategie wir haben. Aber was die Enterprise Innovators haben wollen, ist mehr. Sie wollen agil sein. Sie wollen in neue Regionen schneller sein. Sie wollen ihre Wertschöpfungskette verbessern, neue Businessmodelle. Sie wollen aber auch im Bereich Ressourcen, Kapazitäten viel besser sein. Sie wollen global arbeiten. Sie wollen viel flexibler sein. Sie wollen viel schneller reagieren können auf neue Technologien. Meine Damen und Herren, wenn Sie und ich das nicht besser wüssten, ich habe nämlich diese Werbung von uns hier gesehen, würde man sagen, IBM hat für uns Werbung gemacht. Aber die Studie gibt es wirklich, das ist von IBM, können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Es geht hier darum, dass wir festhalten, wir müssen, bevor wir über Application Management nachdenken, einmal diese Standortbestimmung für uns machen. Dann kommt der Fahrplan und erlauben Sie mir schnell zum Schluss kommen, was wir hier seit 2 Jahren auch anbieten. Wir haben es jetzt neu benannt, weil so cooler klingt wahrscheinlich, Application Management out of the box. Das heißt nicht, dass Sie ein Packel bekommen, signiert von uns und damit haben Sie Application Management in Ihr Haus eingeführt. Es ist nichts anderes als eine Werkzeugsammlung. Wir haben gelernt, dass die technische Lösung später kommt. Wir müssen zuerst gemeinsam das Potenzial bewerten. Was bringt es mir? Wo stehe ich? Was bringt es mir? Und das konkret bewerten. Wenn ich bewerten sage, meine ich auch tatsächlich in Bewertung. Das heißt, Application Management out of the box ist eine Methodik, eine methodische Herangehensweise, eine strukturierte Analyse von Ihren Applikationen. Zuerst suchen wir gemeinsam ein paar Applikationen aus. Ich erinnere Sie an das Bild vorher. Welche wären interessant? Zu diesen machen wir Bestandsaufnahmen, ich komme gleich dazu. Dann eine Gap-Analyse. Und das Ende von diesem Box, von diesem Out-of-the-Box-System, ist ein Proof of Concept. Es ist keine Umstellung in Ihrem Unternehmen. Es ist letztendlich eine Bewertung, eine managementtaugliche Bewertung. Was machen wir bei der Auswahl zum Beispiel? Ich möchte gar nicht so viel ins Detail gehen. Bei der Auswahl, welche Art von Applikationen möchte ich mir anschauen? Eher bin ich auf der Seite, ich will die businesskritischen anschauen, weil sie mir am meisten Sorgen machen, oder gehe ich auf Nummer sicher, schaue ich mir die Business-Safe-Applikationen. Ist auch ein durchaus valider Ansatz zu sagen, ich nehme die, die eher stabil sind. Bei welchen Technologien, bei welchen Stabilitäten, auch aus Benutzersicht, Komplexität will ich überhaupt die Applikation anschauen? Da kommen echte Zahlen dazu. Wie viele Tickets werden aufgemacht? Wie schnell werden die Tickets dann wieder geschlossen? Also alles, was in diesem Bereich in das Application Management heute schon reinkommt. Und natürlich ein Thema Kosten. Manche wollen einmal auf Nummer sicher die anschauen, eventuell darüber Gedanken machen, wo wenig finanzieller Impact dahinter ist. Manche wollen gleich die wichtigsten hernehmen. Der nächste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Wir nehmen die Applikationsumgebung auf, wir nehmen die Prozesslandschaft auf, wir nehmen das Know-how auf. Wir sind ja nicht in Ihrem Unternehmen. Wir nehmen das auf, was in Ihrem Unternehmen entweder formal dokumentiert in irgendwelchen Tabellen, in irgendwelchen Dokumenten sind, aber viel wichtiger ist, was in den Köpfen drin ist. Wir nehmen uns Ihre Ressourcen vor, analysieren die Ressourcen, die da vorhanden sind. Wir schauen uns Ihre SLAs an, nicht nur die, die Sie anderen gegenüber ausgesprochen haben, sondern die Sie auch von anderen, von Ihren Betreiber, von wem auch immer haben. Das ist eine wesentliche Basis für den nächsten Schritt, nämlich die Gap-Analyse. Ich habe es nur schematisch dargestellt. Wir haben hier ein Bewertungsschema, wo wir sagen, okay, bei jeder Applikation schauen wir uns verschiedene Fragen an und es gibt ein paar rote Punkte, wo man sagen, das sind Sie außerhalb des Bereiches. Und dieser Bereich gehört genauer angeschaut. Wenn wir diese Bereiche formuliert haben gemeinsam, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, ein Proof of Concept. Jetzt simulieren wir das, was passieren könnte, wenn Sie umstellen. Wenn Sie das oder jenes, die 4 Parameter, die wir angesprochen haben, wenn Sie das ändern oder jenes ändern, wo man damit hinkommt. Das ist kurz zusammengefasst, wie gesagt, ich will nicht in Technik hineingehen, das Thema gewesen. Ich frage Sie jetzt, ob es Zeit ist, Ihre Probleme outzusourcen. Dazu möchte ich Ihnen mitgeben,
Application Management ist kein technisches Projekt. Application Management hat technische Komponenten. Aber an und für sich ist es einer der wichtigsten Businessprozesse im Haus. Es ist wichtig, dass man das Optimierungspotenzial im Application Management erkennt. Und dazu bieten wir eben an, Application Management out of the box ist der erste Schritt. Nichts wird verändert bei Ihnen. Es soll nur Ihnen ein Bild geben, womit Sie dann später eventuell rechnen müssen. Ich danke Ihnen.